In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Paprikasoße ungarischer Art, ehemals auch Zigeunersoße genannt, zubereiten könnt. An der Diskussion, wie man diese Soße nun nennen darf oder soll, möchte ich mich nicht beteiligen. Nur so viel. Die Paprikasoße ungarischer Art, ehemals Zigeunersoße, kommt in den Kochbüchern der als Zigeuner bezeichneten Sinti und Roma gar nicht vor. Diese Soße ist ungarischen Ursprungs. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Ich habe 6 Liter zubereitet und eingekocht. Für 6 Liter Paprikasoße benötigt ihr 2500 Gramm Paprika gemischt, TK, 1000 Gramm Zwiebeln, 100 Gramm Tomatenmark, 1500 Milliliter passierte Tomaten, 1500 Milliliter Gemüsebrühe, ca. 30 Milliliter Kräuteressig, 2 Teelöffel Paprikapulver, 1 Esslöffel Knoblauchgranulat, 2 Teelöffel Chiliflocken, 4 Spritzer Tabasco, Speiseöl und Salz. Alle Zutaten auch nochmal zum Nachlesen unter diesem Video. Die aufwendigste Arbeit ist das Zwiebelschälen und Schneiden. Das Schälen musste ich tatsächlich noch selber bewerkstelligen, das Schneiden übernahm dann aber meine Küchenmaschine. Wenn die Zwiebeln soweit vorbereitet sind, kann es ans Kochen gehen. Zunächst muss die Brühe gekocht werden. Ich habe dafür meine Gemüsebrühepaste verwendet. Wie ihr die nachmachen könnt, seht ihr hier oben in diesem Video. Im nächsten Schritt müssen die Zwiebeln angeschmort werden. Nach 10 Minuten Schmoren kommt das Tomatenmark hinzu. Verrühren und dann alles mit der Brühe auffüllen. Die Paprika und die passierten Tomaten hinzufügen und alles 20 Minuten köcheln. Dann die Gewürze hinzu und die Soße muss dann noch einmal 20 Minuten kochen. Zum Schluss nochmal abschmecken und wenn sie euch schmeckt, dann könnt ihr sie abfüllen. Ich habe die Gläser in eine Schüssel gestellt, damit, wenn etwas daneben geht, ich das auffangen kann. Es soll ja nichts umkommen. Wenn alles abgefüllt ist, Deckel drauf und dann bei 100 Grad 90 Minuten einkochen. Ich hatte 10 Gläser rausbekommen und da sind sie. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.